Leidenschaftlich forschen, verbindend denken, zuverlässig handeln. Das verspricht die Innovationsallianz Baden-Württemberg, kurz INBW. Das sind 12 Forschungseinrichtungen, die zusammen mit Unternehmen marktfähige Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Den Tag der Innovationsallianz eröffnete der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid. Entscheidend ist, dass diese wirtschaftsnahen Forschungsinstitute eine Brücke bilden zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Unternehmenswelt auf der anderen Seite. Die 12 Institute besitzen internationales Renommee und widmen sich vor allem den 4 Zukunftsfeldern nachhaltige Mobilität, Umwelt- und Energietechnologie, Gesundheit und Pflege sowie Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Wissenschaftler bearbeiten jährlich 1800 Industrieaufträge mit einem Gesamtwert von 90 Millionen Euro. Damit sichert die Innovationsallianz rund 30.000 Arbeitsplätze in baden-württembergischen Unternehmen. Die enge Zusammenarbeit weiß die hiesige Industrie zu schätzen. Der besondere Charme an Kontakten zu Instituten in Baden-Württemberg liegt natürlich daran, dass wir hier eine räumliche Nähe haben. Sie sind in einer Stunde, in zwei Stunden vor Ort, können Projekte besprechen, Fortschritt beurteilen und entsprechend die nächsten Schritte vereinbaren. Anregende Gespräche entwickelten sich in der Ausstellung. Die 56 Highlights überzeugten die 280 Teilnehmer von den kreativen Innovationen der wirtschaftsnahen Forschung. Die Stärken der Innovationsallianz stellt deren Sprecher Hugo Hämmerle heraus. Uns vereint im Prinzip die Wirtschaftsnähe, die Nähe zu den mittelständischen Unternehmen. Was uns noch weiter vereint, ist natürlich auch unsere Mission, wie ich es vorher gesagt habe, dieses Aufgreifen von Wissen aus der Grundlagenforschung und Umsetzen in die Wirtschaft. Zum Beispiel Technologien für biegsame Displays, beinahe selbstständig fahrende Autos und Biomaterialien, die bei Knie- und Bandscheibenverletzungen eingesetzt werden. Das sind nur 3 beispielhafte Produkte wirtschaftsnaher Forschung, mit denen sich die Innovationsallianz Baden-Württemberg erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.